4 Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere 4 Mutigen heute. Alle der felsenfesten Überzeugung, eine Chance zu haben gegen die Elite. Und ich bin sehr gespannt, mit wem wir es heute zu tun haben. Ich heiße Amelie Echle. Ich studiere Medizin in Aachen. Wenn ich gerade nicht am Schreibtisch sitzen muss, gehe ich gerne zum Boxen. Mein Name ist Tassilo Falting. Ich komme aus Thale im Harz und bin viele Jahre Motocross gefahren. Mein jetziges Hobby ist aber die Jagd. Ich heiße Franziska Struller und komme aus dem schönen Leibstadt. Meine Stärken sind Handarbeit und Blasmusik. Mein Name ist Martin Kraus, ich komme aus Frankfurt. Ich bin ein begeisterter Hobbyläufer und ich bin gespannt, wer heute Abend den längeren Atem hat. Ich hoffe ihr, beziehungsweise wir, Martin, Franziska, Tassilo und Amelie, das ist die Gewinnermannschaft. Also ich hoffe, dass ihr eine seid. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr wisst, wie es funktioniert. Alle kommen nacheinander zu mir für die Schnellraterunde und dann werdet ihr mit hoffentlich viel Geld aus dieser Runde ins 1:1-Duell gehen gegen Jägerin oder Jäger. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss heim. Und beginnen wird heute Amelie. Amelie, guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Hast du Lust? Ja, ich freue mich. Ja, das glaube ich. Du hast Box erprobt, habe ich mir gemerkt. Ab und zu, ja. Ja, was machst du beruflich? Ich studiere Medizin. Ich bin in 3 Monaten Ärztin. Ach, okay. Immer. Und dann spezialisiert auf irgendwas? Ich mache Chirurgie dann danach. Chirurgie, sehr gut. Dann lass uns direkt loslegen, oder? Ja. Ja? Bist du bereit? Mhm. Es wird ein guter Auftritt, ich bin mir relativ sicher. Eine Minute, Amelie, toi, 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 Zeit startet jetzt. Was ist die Hauptzutat eines Omelettes? Eier. Welcher Körperteil wird scherzhaft verlängerter Rücken genannt? Steißbein. Der Po, ein Geburtstagskind, steht in welchem Punkt des Interesses? Mittelpunkt. Ja. Der Henri Delaunay-Pokal ist die Gewinnertrophäe der Europameisterschaft welcher Teamsportart? Fußball. Ja. Wurde Teflon für die Raumfahrt entwickelt? Ja. Nein. Was ist für einige die Antwort auf alles, sowie das Todesalter von Elvis Presley? 42. Auf welchem Kontinent sprechen etwa 6 Millionen Menschen Kirundi? Südamerika. Afrika. Wie lautet der griechische Name des Landes zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris? Weiter. Mesopotamien. Den kleinen Finger nennt man in der Medizin Digitus? Minimus. Welche Wüste ist mit rund 9 Millionen Quadratkilometern Fläche fast so Sahara? Groß wie... Lass mal an uns selber glauben, heißt ein Ende 2021 erschienenes Buch mit Gedichten der Poetry Slammerin Julia? Weiter. Engelmann. Welcher Musiksender verleiht jedes Jahr silberne Astronauten mit einer Flagge in der Hand? Über viele Jahrhunderte wurden Mühlen angetrieben durch die Kraft des Windes oder des? Wassers. In welchem Bundesland befindet sich das Neandertal-Museum? Weiter. 4.000 Euro! Super. Das war super! Sie wollte 500 und bekam 4.000. Also das war richtig klasse, oder? Ja. Prima gemacht. Also, okay. Ihr müsst nicht 4.000, aber das ist natürlich schon eine richtig schöne Geschichte. Welchen Jäger sollen wir denn holen jetzt? Oder? Ich freue mich über oder jeden. Frau Rickel oder wen? Du freust dich über ja. ihn sogar? Na gut, mit 4.000 Euro kann man sich auch freuen. Wir gucken mal, wer hinter der Bühne ist heute. Und Wahnsinn, der Quizdoktor ist da, Thomas Kinne. Die meisten sehen ihn ja als den freundlichen Doktor von nebenan. Und ich kann euch sagen, dass er brandgefährlich ist. Der Besserwisser ist da, Sebastian Klussmann. Viele sehen in ihm seinen Sturm der Liebe, die Hoffnung des Vorabends. Ich hoffe auch noch. Oder der Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik. Manche nennen ihn ja den großen Brockhaus. Auf 10 Spitzen überragt er angeblich 24 Bände. Und er ist nicht der Größte. Wen von den dreien? Dr. Kinne. Dr. Kinne? Dann wollen wir mal schauen, ob er es schafft heute. Hier kommt der Jäger. Wie immer, kommt er raus, ja. Macht uns gleich gute Laune. Guten Abend, Dr. Kinne. Guten Abend, Herr Baumes. Wunschkandidat Abend, von Amelie. Ja, guten Abend, das Wunschkonzert. Oder? Guten Abend, Amelie. Guten Abend, Dr. Hallo. Amelie kommt mit einer Top-Schnellraterunde hier. Sie ist Medizinerin, wird Medizinerin, boxt. Eigentlich sollte man dir ja davon abraten als Medizinerin selbst. Aber da haben Sie eine schwere Gegnerin. Ja, ist ein sehr schönes Ergebnis. Nichtsdestotrotz muss ich unten etwas kürzen. Ich würde Ihren Betrag durch 4 teilen und Ihnen unten noch 1.000 Euro lassen. Und was oben? Mal 4? Ja, warum machen wir es einfach so? Ich biete Ihnen oben fabelhafte 16.000 Euro. Das ist aber viel für die erste Runde. Haben Sie... Ja, haben Sie gut gefrühstückt. Was machen wir denn? Habt ihr euch was überlegt, auch gemeinschaftlich, eine Taktik oder macht jeder... Wir haben drüber gesprochen, aber prinzipiell darf jeder tun, was er sie möchte und den ich bleibe in der Mitte. Arbeitskreis gegründet. Ja. Und dann ist nochmal weiter sondieren.
Was hältst du denn von Zocken oder noch nicht? Nee, ich möchte in der Mitte bleiben, bitte. Ja, 4.000 ist auch top. Dann bring die doch bitte erstmal safe heim und dann starten wir, oder? Bereit, Herr Kinnel? Jawohl. Ja, wird ein schöner Abend hoffentlich. Ja. Die Jagd beginnt. Und sie beginnt hoffentlich mit einer richtigen Antwort von dir, Amelie. Viele, die Obst essen, wissen gar nicht, der Apfelbaum ist botanisch eigentlich ein A. Nelkengehölz, B. Rosengewächs oder C. Lilienstrauch. Oh, beide schnell. Was hast du genommen? Ich habe B. das Rosengewächs genommen. Okay, ist das richtig? Super Start, sehr gut. Erster Schritt für Amelie. Was sagt der Jäger? Was sagt Herr Kinne? Ja, hatte ich schon mal gehört. Schon mal gehört, ja. Du auch offensichtlich. Ja. Dann machen wir weiter. Zweite, bitte wieder so. Was verleiht dem alljährlichen Eismusikfestival in Südnorwegen seinen Namen? A. Weltgrößter Iglu. B. Eisinstrumente. Oder C. die Konzerthalle aus Eis. Was ist da offensichtlich das Spezielle? Ich kenne das nicht, dieses Festival. Du? Auch noch nie gehört, leider. Ich habe B, die Eisinstrumente genommen, weil das wäre wirklich besonders. Ja, absolut. Wie macht man das denn? Man muss ja aber trotzdem dann Saiten drauf haben oder irgendwas. Kommt doch an, welche Art von Instrumenten ist. Eine Trommel zum Beispiel? Ja, Trommel geht dann, ne? Aber das ist auf jeden Fall kalte Hände, wenn du das Spiel jetzt lang gehört. Was ist die richtige Antwort? Ja, guck mal, ist richtig. Sehr gut, Herr Amelie. Was sagt der Jäger? Haben Sie es auch genommen, Herr Kenne? Nein. Gut, der Konzerthalle. Na prima, Vorsprung vergrößert. Es geht weiter mit der nächsten. Die Kindergeschichten von Piggledy und Frederick enden immer mit dem Satz: Und Piggledy ging mit Frederick A. wieder zurück, B. zum Essen, C. nach Hause. Da haben Sie schon, Sie wollten offen beantworten, oder? Ja. Kennst du die Geschichte? Ich hätte es nicht offen beantworten können. Nein. Was hast du denn genommen? Ich habe C nach Hause genommen. Ja, Mitte ist Quatsch, glaube ich. Ne? Wieder zurück wäre die Frage, ob sie von irgendwo immer speziell kommen oder so. Aber nach Hause klingt so wie ein schöner Abschlusssatz, oder? Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Was sagt der Jäger? Den schicken wir gleich. Und der Jäger ging schnell wieder zurück mit seinem Kaffee. Wenn das hier so weitergeht. Ich liebe Piggledy und Frederik. Ich habe es auch meinen Kindern vorgelesen. Ja. Machen sie immer noch, ne? Die freuen sich. Nein, aber gehst dann an die Enkelkinder weiter. Und jetzt kommt Papa wieder mit Piggledy und Frederik. Hier kommt die nächste Frage. Welche Stadt ist die südlichste Hauptstadt der Erde? A. Wellington, B. Montevideo oder C. Buenos Aires? Das sind Neuseeland, Uruguay oder Argentinien. Sonst sind die. Ich war mir nicht sicher. Sonst sind jede Chance, um hier auch mal zu glänzen. Was hast du genommen? B. Montevideo. Was ist die richtige Antwort? Wellington. Was sagt der Jäger? So, nächste kommt. Er macht einen gut, aber da ist noch viel Platz. Amelie, weiter geht's bitte mit der nächsten richtigen Antwort. Der US-Amerikaner Robert James Fisher träumte davon, in einem Haus zu leben, das exakt welche Form hat. Die Form A. eines Dominosteins, B. eines Spielwürfels oder C. eines Schachturms. Hast du das genommen? Ich habe C. den Schachturm genommen, weil ich die beiden anderen nicht, also quadratisch und flach, lang, weiß ich nicht. Interessantes Haus. Ne? Ja. Was ist die richtige Antwort? Gut, du, sehr gut. Die Matchbälle hast du. Wie viele hat Herr Dr. Kinne entschieden? Ja, ich hatte auch so überlegt, also ein Würfel wäre nichts Besonderes und der Schachturm. Okay, alter Abstand hier und jetzt gehst du hoffentlich ins Finale, Amelie. Ich hoffe. Dann haben wir das Ding durch. Was findet man im Cocktailklassiker Shirley Temple typischerweise nicht? Grenadine, Wermut oder Ginger Ale? Was ist nicht drin? Klassiker Shirley Temple. Bei Klassiker würde ich mal sagen Mojito oder Cuba Libre, aber Shirley Temple. Was hast du genommen? Ich habe Agrinadine genommen, aber habe noch nie was von diesem Cocktail gehört. Was ist richtig? Finale für Amelie noch nicht. Wermut ist nicht drin. Was sagt der Jäger? Ja, naja, macht nichts. So, jetzt aber bitte, Amelie.
Mit welchem Symbol sind in Passagierflugzeugen die Fenster gekennzeichnet, durch die man die beste Sicht auf die Flügel hat? Rotes Quadrat, schwarzes Dreieck oder gelber Punkt? Da habe ich noch nie darauf geachtet. A und B wusste ich nie, dass es überhaupt... Ja gut, ist klar, dass es Fenster gibt, wo man gut auf Flügel gucken kann, aber... Ja. Nett ausgedrückt, die beste Sicht auf die Flügel, als wenn jemand unbedingt Sicht auf die Flügel haben möchte. Ja, da stutze ich gerade, oder sind das irgendwelche... Wahrscheinlich, dass man die vermeidet, weil man nicht auf die Flügel schauen möchte oder so, dass man drauf achtet. Ich denke mal, wichtig ist Flugzeug so Beinfreiheit, Kennzeichnung oder irgendwas. Ja, aber klar. Beste Sicht auf die Flügel. Was hast du genommen? Ich habe eh das schwarze Dreieck genommen. 100% geraten. 100% geraten. Geht Amelie 100% raten durch ins Finale. Bitte. Ja, super. Guck mal, 4.000 Euro haben wir. Casino, weiter geht's. Sehr guter Start. So, Casino, das war ja blitzsauber, ne? Oder? Oh, sauberer Start, definitiv. Hättest du zocken können sogar, Amelie. Aber hinterher ist man immer schlauer. Das habe ich schon oft gehört hier in der Sendung. Ja, hat sie gut gemacht, war super, oder? Ja. So, du kommst aus dem Harz, sagst du? Genau, Tal aus dem Harz, ja. Okay. Ja. Irgendwelche speziellen Interessensgebiete oder Wünsche hier für Schnellrad? Also ich bin, ich sag mal, relativ gut beschäftigt mit Forstwirtschaft und Jagd. Alles, was so aus dem Bereich kommt. Die da mal, oben auch, leider. Ja, ja, genau. Der richtige Jäger diesmal, ja. Endlich habe ich mal den richtigen Jäger. Ja, mal zum Jagen machen. Also alles, was aus dem Bereich kommt, Naturwissenschaften, gerne auch Filme, Fernsehen, alles aus dem Bereich. Das, denke ich, könnte ganz gut funktionieren. Das klingt nach dem berühmten guten Rundum-Paket. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass du eine gute Runde machst. Das war schon top. Ja. Eine Minute. Zeit startet jetzt. Der Dessertklassiker Heiße Liebe besteht aus Vanilleeis und welchen heißen Beeren? Himbeeren. Welcher Berg im Harz wird volkstümlich auch Blocksberg genannt? Brocken. Wie werden die von Greifvögeln herausgewürgten Speiballen genannt? Echt Geäfter. Nee. Gewölle. Die reiche Oberschicht nennt man redensartlich die Oberen? 10.000. Welchen Märchenfilm beschreibt der Satz, ein Typ küsst eine Leiche, während ihm 7 andere Typen dabei zusehen? Weiter. Schneewittchen, wie heißt die gesetzlich festgelegte Zeit, in der das Jagen von Wild verboten ist? Schonzeit. In welcher Republik konnten Fernsehzuschauer die erste Nachrichtensendung am 21. Dezember 1952 sehen? Bundesrepublik Deutschland. Nee, DDR. Wie nennt man es, wenn man den Strafvollzug alleine zur Ausübung einer Arbeit verlassen darf? Arbeitslager. Freigang, welcher Fisch versteckt sich im Wort Nachbarschaft? Barsch. Cassandra Steen und Adel Tawil bauen laut ihrem größten Hit eine Stadt für wen? Weiter. Für dich, welcher Staat verfügt mit nur 400 Metern über das kürzeste Eisenbahnnetz der Welt? Vatikanstadt. Ja, sehr gut. Kam auf jeden Fall. 3.000. Wir haben gute Runden hier. Gut gemacht. Danke. Hier kommt der Jäger. So, Herr Dr. Kinder. Ja. Tassilo ist da. Einen echten Jäger habe ich. Tassilo. Ja, mein Hobby ist auch die Jagd. Ja. Sie haben Ihren berühmten Namensvetter, Tassilo den Dritten, Herzog von Bayern. Habe ich gehört, ja. Aber kennen Sie auch seinen Beinamen? Er ging ja in die Geschichte ein als Tassilo der Verlierer. Der Verlierer? Oh. Das ist doch nicht, dass das ein schlechtes Oben ist. Guck mal, das macht er mit seinem Lächeln. Oh, man kann den Fuß. Das muss ich jetzt loswerden. 3.000 Euro, Herr Doktor. Was machen wir? Sehr schön. Ja, da hinten steht ja schon etwas. Dann würde ich unten einfach mal zehnteln. 300 Euro lasse ich Ihnen auf der unteren Stufe. Dann machen wir wie eben. Sie machen wieder mal 10 Euro. Ja, das hätten Sie wohl gerne. Ja, trauen Sie nicht, ne? Wir machen es wie eben. Ich vervierfache. 12.000 Euro. Ich hatte gehofft auf mehr. Hatte ich auch gehofft. Ich glaube, die Chance haben sie verpatzt jetzt. Ich wäre auch bereit gewesen zu zocken, wenn oben ein bisschen mehr gestanden hätte. Aber nee, bleiben wir bei 3.000 Euro, bitte. Okay, wir nehmen 3.000 Euro, legen die hoffentlich schnell drauf auf Amelies 4. Und toi, 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 ne? Danke. Die Jagd beginnt. Erste Frage im zweiten Duell. Welches Land gehört wegen seiner beleuchteten Autobahnen zu den nachthellsten Regionen in Europa? Belgien, Polen oder Spanien? Was hast du genommen, Tassilo? Ah, Belgien. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Gleich der erste Schritt. Ich glaube, grundsätzlich hatte das Komfortgründe oder Sicherheitsgründe, aber mittlerweile, korrigieren Sie mich, ist das extrem wichtig in Belgien. Die haben so schlimme Autobahnen, da kann man ein bisschen sehen, in welche Löcher man da fährt. Stimmt, aber es ist natürlich auch eine Frage des Energieverbrauchs. Es wird heute schon etwas in Frage gestellt, ob das tatsächlich so sinnvoll ist, weil man die Straße ja ständig beleuchtet, auch wenn sie überhaupt nicht befahren ist. Ja, Autos haben ja eigene Bewegungsmelder. Ab 170. Was sagt der hier?
Gut, okay. Gleichschnitt und es geht weiter. Frage 2. Wo steht im Grimmschen Märchen Rapunzels Turm? Im Garten, auf dem Berg oder im Wald? Was hast du genommen, Tassilo? Ich habe mich für den Wald entschieden, aber bin mir absolut unsicher. Da war auch das Hexenhäuschen. Ne? Aber das ist was anderes. Was ist die richtige Antwort? Alles Böse ist im Wald. Gut, was sagt der Jäger? Nee, nur Pinge, die findet er gut. Und Frederik, aber die Grimmschen nicht. Gut, nächste kommt. Flyball ist eine spezielle Sportart für A. Kinder, Hunde oder Gleitschirmflieger. Was hast du genommen? Ich habe Kinder genommen. Flyball? Was? Okay. Was ist die richtige Antwort? Hunde. Was ist die Antwort des Jägers? Ja, das, wie es genau geht, weiß ich nicht, aber ich hatte es schon mal gesehen, dass so, es gibt ja verschiedene Hunde-Frisbee und so, es gibt ja Sportarten, die man speziell für Hunde entwickelt. Aha. Es geht weiter, er macht einen gut wieder, aber jetzt du wieder bitte. Einen besonders langen Darm im Verhältnis zur Körpergröße besitzen A. Fleischfresser, Allesfresser oder Pflanzenfresser? Was hast du genommen? Die Pflanzenfresser. Ja? Mhm. Was ist die richtige Antwort? Gut, okay, womit hängt das zusammen? Das der Verdauungstrakt von Pflanzenfressern ist halt, ich sag mal, sehr komplex. Und ich denke, dass einfach das Aufspalten der Bestandteile von Pflanzen halt deutlich länger dauert als, ich sag mal, im Fleisch. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, dass das einfach länger sein müsste. Auf jeden Fall bringst du dich einen weiteren Schritt nach unten. Was sagt der Jäger? Stimmt er zu? Auch in der Erklärung, Herr Tenner? Würde ich auch zustimmen. Ich hatte aber nicht an Kühe gedacht zum Beispiel. Die haben ja auch einen besonders langen Verdauungstrakt. Wiederkäuer. Ja. Genau. So, es geht weiter. Zwei brauchen wir noch. Wie lange braucht das Licht der Sonne, um die Erde zu erreichen? Ich hasse solche Fragen. Knapp 10 Sekunden, gut 8 Minuten oder circa eine Viertelstunde. Was hast du genommen? Ah, knapp 10 Sekunden. Hast du eine Formel? Hatte ich irgendwann mal in der Schule, aber das ist nicht hängen geblieben. Was ist die richtige Antwort? 8 Minuten. Was sagt der Jäger? Ja, 10 Sekunden ist eher der Mond. Also das braucht doch schon, wir sind schon eine ganze Ecke von der Sonne entfernt hier. Ja, na gut. So, Sie sind näher dran als wir. So, ein klein bisschen. 3 Meter ungefähr. Bitte jetzt wieder. Mhm. Richtig machen, Tassilo. Gar keinen Stress hier kriegen. Darf man, wenn die rechte Autobahnspur frei ist, durch kurzes Betätigen der Lichthupe zur Freigabe der Überholspur auffordern? Ja, nein oder nur in Bayern? Ich mag C. Also, wenn es jetzt Nein ist, dann... Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber... Sind Sie noch nie angeblinkt worden auf der Autobahn oder haben Sie es noch nie gemacht? Doch, wenn die rechte Autobahnspur voll ist, ist schon... Genau, wenn die rechte voll ist, wäre ja nicht in Ordnung. Ja, dann kann der vor einem ja schlecht nach rechts abbiegen. Aber wenn einer links fährt, auf einer leeren Autobahn und man ist schneller, da ist die Frage... Das passiert doch tausendmal. Ja, es passiert, aber die Frage ist ja, ob man es darf. Also die Frage ist, man darf den Überholvorgang auf der Autobahn durch Lichthupe ankündigen, das weiß ich. Aber dann ob man haben wir die Antwort. Also du hast Ja genommen? Ich habe Ja genommen, ja. War es richtig? Ja. Ja gut, wenn das so gemeint ist, dann habe ich aber die falsche Antwort gegeben. Das freut uns sehr, Dr. Kinney. Sie haben so ein bisschen angekündigt, dass es falsch liegt. Ja. Aber ich finde es auch in Ordnung. Sie fahren dann lieber konsequent 5 Meter dahinter bei 170 und hoffen, dass einer irgendwann nach rechts... Oder Sie fahren rechts vorbei einfach. Ja, aber na gut, es gibt ja auch die Möglichkeit, den linken Blinker zu setzen, um anzudeuten, dass man vorbei möchte. Ja, das ist weniger aufdringlich. Ja gut, das stimmt natürlich auch. Vorbildlicher Autofahrer, unser Doktor. Wo kündigte Boris Becker 2009 öffentlich seine Ehe mit Lilly Kersenberg an? In Wimbledon, bei Wetten, dass oder über eine Boulevardzeitung? Weißt du es? Nee, war geraten. Was hast du genommen? Boulevardzeitung C. Saß auf der Couch bei MB. Wetten, dass, wenn ich nicht total falsch liege hier. Was ist richtig? Ja, was sagt der Jäger? Ja, ich meine, ich habe sogar gesehen, ja. Na
Man munkelte ja, es könnte abgesprochen gewesen sein. Ich glaube nicht, es war völlig spontan. Zwei Matchbälle noch. Hat man Aversionen, dann macht man laut lateinischer Wortherkunft was? A. Sich entscheiden, B. Sich ekeln oder C. Sich abwenden. Latein? Nicht wirklich, hatte ich auch in der Schule nie gehabt. Ist ja immer bei diesen Fragen, ne? Man, da ist meistens ja eins dabei, wo man sagt, da benutzt man es so ein bisschen umgangssprachlich, aber dann ist die Wortherkunft gefragt. Was hast du genommen? Ich habe B genommen, sich ekeln. Weil du sagst, boah, ich habe eine Aversion gegen... Ja, irgendwie so in die Richtung vom Bauchgefühl, ja. Ich wäre bei Avenire und dann ist es aber eher... Was ist richtig? Ja, C. Was sagt der Jäger? Oder? Kleines Latinum, ja, genau. Verso und man recto verso, die Kehrseite und so weiter. Genau. So, gut, dass du nicht gezockt hast. Mhm. Aber jetzt machst du jetzt machst es klar. Okay, jetzt erlegst du das Wild da oben, bitte. Komm. Auf dem Staatsgebiet welches Landes liegt ein etwa 4400 Quadratkilometer großer Nationalpark? Auf dem Staatsgebiet Deutschlands, der Schweiz oder Spanien? Okay, es ist nicht Yosemite oder die Rockies. Welcher Park ist es denn? Oder was? Ich hätte jetzt vielleicht gesagt Bayerischer Nationalpark, aber ob der so groß ist, kann ich nicht sagen. Also ich habe A, Deutschland genommen. Wattenmeer? Könnte auch sein. Dann hätten wir Glück gehabt. Hm. Oder? Wattenmeer? Könnte sein, ja. Wäre ein bisschen woanders als der Bayerische Nationalpark. Mhm. Aber beide groß. Beide groß. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, sehr nervenstark. Wir haben 7000 von Christian. Endlich darfst du. So, Franziska, zwei haben wir schon durch hier. Ja. Sehr aber gut. Spannend war es gerade. Ja. Boah, ja. Tassilo. Wo kommst du her? Du hast vorhin gesagt, Blasmusik. Ja, aus Bayern, Franken, oder? Fränkisches Seenland. Okay. Zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Und Hobbys, Interessen? Was? Ja, nähen. So. Genau. Meine Kinder. Und bist du in einem Chor nicht, sondern nee, in einem Orchester? In der Blaskapelle. Ja. Klarinette. Also so richtig humtata. Riesig humtata. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, ja komm, dann legen wir los. Ja. Eine Minute für dich. Gib mir viele Richtige, ist aber auch schon gut vorgelegt. Alles wird gut. Zeit startet jetzt. Was antwortet man im Kreuzworträtsel auf Alpenwiese mit drei Buchstaben? Alm. In welchem Bundesland leben rund 13 Millionen Menschen? Weiter. Bayern. Um saure Bratwürste handelt es sich bei der fränkischen Spezialität Blaue? Zipfel. Welchen runden Geburtstag feierte die Königin der Niederlande Maxima am 17. Mai 21? Den 50. In welchem Verwandtschaftsverhältnis steht SPD-Politikerin Franziska Giffey zu Basketball-Nationalspieler Nils Giffey? Ehefrau. Tante, ein altes Sprichwort lautet, der Zweite ist der Erste? Weiter. Verlierer. Der Flughafen München liegt gar nicht in München, sondern im Erdinger? Muss. Auf welchem Kontinent leben seit Jahrtausenden die indigenen Völker der Berber? Weiter. Afrika. Die vier genormten Optimalfarben beim Vierfarbdruck sind Cyan, Magenta, Gelb und? Weiter. Schwarz. Aus welchem Land stammt der Sänger Luca Henny? Schweiz. Die Influencerin Jessica Arantis ist die Tochter welcher britischen Star-Autorin? Weiter. John K. Rowling. Welchen Begriff aus dem Skat gibt man redensartlich, wenn man heftig widerspricht? Kontra. Ja, und gelten in der Tierwelt Pflanzen wieder 3000 durch. Mensch, gut gemacht. Blaue Zipfel, war das? Ja, das war natürlich heimschlich, oder? Ja. Haben dir 500 Euro gebracht, ja. Die Dinger. So, wir kämen auf 10.000 oder du zockst jetzt. Ich weiß nicht, wie bist du veranlagt? Nee, eher nicht. Nee, okay, hier kommt der Jäger. Herr Dr. Kinne, 2-0 für uns. Franziska Struller ist da aus dem Fränkischen. Ja, hallo. Kommt auch wieder mit 3000. Gut, die laufen mir alle weg. Ja, das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Deshalb bin ich mal ganz brutal und teile den Betrag für die untere Stufe durch 1000 und lasse Ihnen noch 3 Euro schaffen. Naja, das kommt ja gar nicht. Kommt ja gar aber oben, und jetzt sagen Sie nicht vertausendfach, ich steigere mich aber, ich werde nicht nur vervierfachen, ich werde verfünffachen auf 15.000 Euro. Das ist dann kein saurer Zipfel da oben, sondern nein, der ist schon süße schön. Gipfel, ja? Was machen wir denn? Du willst eher bleiben, ne? Ja, ich bleibe. Aber
Das ist auch völlig okay, würde ich sagen, weil dann haben wir Martin noch gleich. Der sieht ja schon aus wie so ein Risikomanager. 3000? Ja. Die hast du dir auch schön rein verdient und die bringst du jetzt bitte heim, Franziska. Die Jagd beginnt. So, erste Frage. Jetzt ist unsere Zeit, lautet der Untertitel welcher erfolgreichen ARD-Miniserie? A. Hotel Heidelberg, B. Oktoberfest 1900 oder C. Eldorado KDW? Könnte man auch als Untertitel von uns hier nehmen, ne? Aber wir sind keine Miniserie, schon lange nicht mehr. Was hast du genommen? C. Eldorado KDW. Aber gerade, ne? Ja. Ich wüsste auch nicht. Was ist die richtige Antwort? Das ist sehr schön. Erster Schritt für Franziska. Was sagt der Jäger? Ja, auch. Okay. Machen wir direkt weiter mit der nächsten. In welcher bayerischen Stadt, sehr schön, wird seit 1903 alle vier Jahre die Hochzeit der Hedwig von Polen gefeiert? In Landshut, Bamberg oder Rosenheim? Gewusst? Ja, Landshut. Landshut der Hochzeit. Richtig. Super, Hedwig von Polen. Was sagt der Jäger? Bamberg. Guck mal, Vorsprung vergrößert. Weiter geht's. Ja. Du dürftest langsam dich ein bisschen noch mehr entspannen. Genau. Was befindet sich direkt neben dem Kölner Dom? A. Der Hauptbahnhof, das Eisstadion oder das Rathaus? Warst du schon mal in Köln? Ja. Das ist gut. Ich glaube A. Der Hauptbahnhof. Glaubst du oder weißt du? Nicht hundertprozentig sicher. Schon länger her. Ich auch. Ist richtig. Was ist die richtige Antwort? Super. Guck mal, du schnurrst hier aber runter. Zwei nur noch. Der Jäger wird es auch richtig haben. Ja, wir haben gleich neben dem Bahnhof eine Kirche gebaut, ja. Ja. Oder andersrum. Wobei kommt die ABCDE-Regel zum Einsatz? A. Grauer Star, Hautflecken oder Diabetes? Was hast du genommen? B. Hautflecken. Um Hautkrebs zu bestimmen, ist es, glaube ich, abgegrenzt muss es sein. Und also irgendwie so Parameter. Ja, ich glaube... Für Muttermale. Ja, stehen auch, glaube ich, ist, glaube ich, immer Anfangsbuchstabe, so früher gar. Ne? Genau. Hinten ist doch, wie nennt man das, erhaben, also wie weit drüber, D... Ich kriege sie, glaube ich, nicht alle von zusammen. C-Coloring. Genau, das, ja, so ist es, okay. A-Abgrenzung oder so, ja. Das ist richtig. Gut, sehr gut. Und jetzt hast du Matchbälle. Was sagt der Jäger? Auch B. Ja, dann machen wir doch Schluss, oder? Ja. Denken wir gar nicht an die Risikovariante. Ich glaube, für dich, fürs Gefühl war es gut so. Und noch ist nicht vorbei. Also ich will es jetzt auch nicht verunken. John Lennon verliebte sich in Yoko Ono, nachdem er auf ihrer Ausstellung auf eine Leiter stieg und oben welches Wort lesen konnte. A. Love, B. Peace oder C. Yes. B. Peace. Aber ich weiß es nicht. Ist das richtig? Nee, yes. Was sagt der Jäger? Yes. Er hat natürlich die beiden mit Love und Peace auch in Verbindung gebracht. Aber das war einfach viel profaner. Ja. Na gut. Trotzdem noch drei Matchbälle. Nächste Chance ist jetzt. Die EU beruht auf den vier Freiheiten des Warenverkehrs. Kapitalverkehrs, Dienstleistungsverkehrs und, was ist das vierte, Schiffsverkehrs, Straßenverkehrs oder Personenverkehrs? Vier Freiheiten, Waren, Kapital, Dienstleistung und, was fehlt? Schiffsverkehr. Was ist richtig? Was sagt der Jäger? Ja, Schiffs- und also Warenverkehr findet ja auch auf Schiffen statt und so weiter, aber ohne Personen wäre das alles nicht so. Ist nicht schlimm, es ist noch was andersfarbiges hier auf der Tafel. Jetzt machst du Schluss, bitte. Wie schnell muss man jeden Kilometer im Schnitt laufen, wenn man einen Marathon in unter 3 Stunden beenden? 4 Minuten 16, 5 Minuten 26 oder 6 Minuten? Minuten 36. Unter 3 Stunden. C. Ich konnte jetzt nicht so schnell rechnen. Oh nee. Ich musste jetzt auch 42, was ist? Martin, bist du nicht der Läufer? 42. A. A müsste richtig sein. 42,195. 42,195.
Ich glaube auch A. Ja. Was ist richtig? Und nee, was sagt der Jäger? Weißt du was, ist überhaupt kein Problem. Ja. Weil jetzt hast du Matchball. Ja. Wir tun jetzt so, als wäre es die ganze Zeit schon so gewesen. Und du bist nervenstark hier durchgegangen. Wo wurde 1703 die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt gegründet? In London, in Wien oder Stockholm? So, mutig, Franziska, sie treibt den Jäger und sagt... Ah, London. Wir brauchen London. Ist das richtig? In Wien? Was sagt der Jäger? Bitte, Herr Kimmel, das ja. Franziska, vielen Dank. Tolle Schnellraterunde und tolles Spiel. So, Martin, klatschen wir nochmal mit für Franziska. Das war ja ein Drama gerade. Hätte ich nie gedacht, dass sie rausgeht. Hat so toll gespielt, ne? Aber war wirklich unglücklich. Hat er zugebissen am Ende dann. Ja gut, die Marathonfrage, da hätte er jetzt gehabt, ne? Oder? Ja. Ja. Du bist auch Marathonläufer dann, oder? Ich bin einige gelaufen, den schönsten in Hamburg übrigens. Tatsächlich? Das war der allerschönste, ja. Okay, dann wollen wir jetzt aber hier trotzdem, jetzt ist eher schnell hier, die Minute. Eine Minute auch für dich und ich drücke die Daumen. Zeit, wenn du bereit bist, ja, startet jetzt. Das Finale der Fußball-EM bestritten 2021 die Teams Englands und welches anderen Landes? Italien. Besitzen in der Regel liebliche oder trockene Weine einen höheren Alkoholgehalt? Liebliche. Trocken. Einen übel gelaunten Menschen bezeichnet man als welchen Stiefel? Stinkstiefel. Wie heißt das Rathaus von Frankfurt am Main? Römer. Welche Welle im Auto wird durch Kolben und Pleuelstange zum Drehen gebracht? Kurbelwelle. Nancy Chevelle wurde 2011 die dritte Ehefrau welches weltberühmten Musikers? Weiter. Paul McCartney. Nach dem orthodoxen Religionsgesetz Halacha ist man jüdisch, wenn welches Elternteil ebenfalls jüdisch ist? Mutter. Was bezeichnet ein sprachliches Kunstmittel und auch eine Gestalt in einem literarischen Werk? Weiter. Figur. Wie viele Inseln der Balearen sind bewohnt? Drei. Fünf Vorsokratiker nennt man die Denker, die vor welchem berühmten griechischen Philosophen wirken? Sokrates. Welches australische Tier wird auf Deutsch auch Plumpbeutler genannt? Wombat. Was antwortet man im Kreuzworträtsel auf Wundmal mit Ende am Anfang? Weiter. Narbe. 3500, gut. Sehr gut, dann gehen wir wieder in die Fünfstelligkeit. Oder du zockst nochmal. Lassen wir uns nochmal... Schauen wir mal. Lass uns nochmal was anbieten jetzt. Hier kommt der Jäger. Herr Kinde, wir sind noch ein bisschen sauer wegen Franziska. Ja, das war gut. Sie hat mir auch irgendwo leid getan, weil sie schon einen großen Vorsprung hatte. Sie machen ja auch nur ihren Job hier. Ja, genau. Martin, hallo, guten Abend. Martin kommt mit 3.500 Euro. Ja. Dann machen Sie mal schöne Angebote nochmal, bitte. Ja, also unten, wie gesagt, ich kann nicht zulassen, dass Sie mir weglaufen. Ich bin immerhin so gnädig, dass ich keine Minusangebote mache. Ich lasse Ihnen unten noch einen Euro positiv stehen. Sehr großzügig. Sehr freundlich. Aber oben würde ich mich dann noch einmal steigern und diesmal versechsfachen auf 21.000 Euro. 21? Gut, so hoch waren wir noch nicht. Ich bleibe bei den 3.500. Na gut, da hast du nicht lange überlegt, ne? Der 3.5, ich glaube, alles zwecklos heute, Herr Dr. Kinne. Die Jagd beginnt. So, erste Frage, letztes Duell. Womit schützt man Umwelt und Klima? A, Wasserwerfer, Luftsprudler oder bengalisches Feuer? Boah, ich hätte eine Idee. Was hast du genommen? B. Ja, was ist richtig? Gut gemacht, erster Schritt für Martin. Was sagt der Jäger? Ja, das können wir unter Schatzfragen haben. Ja gut, aber in der Schnelle, dann plötzlich, ups. Was kommt als nächstes? Die Beobachtungen des Apothekers Luke Howard im 19. Jahrhundert bilden die Grundlagen der A. Wolkenkunde, B. Kinderpsychologie oder C. Menschenrechte. Wofür hast du dich entschieden, Martin? Ich habe mich für B. Kinderpsychologie entschieden. Kinderpsychologie? Was ist die richtige Antwort? Wolkenkunde. Was sagt der Jäger? Ja, er hat diese Begriffe, die uns heute noch so geläufig sind, Cumulus, Cirrus und so weiter. Gut. Er macht einen gut, macht nichts. Es geht weiter. Aus dem Alltag welches Berufes stammt das Wort Klischee? Aus dem Alltag des Politikers, des Hutmachers oder der Buchdrucker? Was hast du genommen? B. Hutmacher.
Weil du es weißt, oder? Ne? Was ist richtig? So halb geraten. Buchdrucker, was sagt der Jäger? Gutenberg Kinne? Ja. Okay. So, das macht überhaupt nichts. Du spielst das jetzt einfach nervenstark hier 1:1 runter. Martin. Ein berühmtes Zitat von Sophia Loren lautet: Meine Kurven verdanke ich nur den A. Spaghetti, Bambini oder Dolci? Was hast du genommen? Die Spaghetti, weil die mir am meisten liegen. Okay, wenn es schon so weit ist, dann haben wir hoffentlich Glück mit dem. Gut, du bleibst hier. Und was sagt der Jäger? Ist er vielleicht auf diese Speise getappt? Auf Dolci? Ja, sehr gut. Danke, Herr Kinne. Wir sind ein wenig beruhigter. Nächste kommt. Unter dem Titel Ich sammle mein Leben zusammen erschienen Anfang 22 Tagebücher welches verstorbenen Schauspielers? A. Götz-George, B. Michael Quistek oder C. Manfred Krug? Wen hast du genommen, Martin? Manfred Krug. C. Hast du es gelesen oder hast du die? Nein. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, jetzt bist du wieder im Spiel. Was sagt der Jäger? Wir kriegen noch einen Patzer. Jetzt ist alles wieder hergestellt. Gut, nächste kommt. Matchball können wir holen. Matchbälle. Welches Musikinstrument ist immerhin sprachlich vielfältig, weil es nach den Artikeln der, die oder das stehen kann? Pauke, Triangel oder Bongo? Oh, so klar, das ist Pauke, ne? Hab mich verdrückt. Ja. Wieso, was hast du genommen? Ja, ich hab C genommen. Was ist richtig? Triangel. Was sagt der Jäger? Der, die das Triangel. Die das Triangel, genau. Kann man sagen. Kann man, ne? Nächste einfach. So, nächste Frage. Wie werden die Steine von Stonehenge genannt? Sarsensteine A, B, Bindersteine oder C, Solitärsteine? Sagt der Jäger, der ist ja immer gut bei Film, aber vielleicht haben wir Glück. Ja, ich hatte überlegt, ich dachte, Berlin hätte mehr Oscars bekommen. Aber so, jetzt gehst du bitte ins Finale. Zwei Möglichkeiten. In welchem Bundesland gibt es mehr als eine einzige Großstadt? In Brandenburg, in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern? Großstadt ist über 100.000, ne? Ja. So, was hast du genommen? Oh, ich fürchte, ich habe Thüringen genommen. Hast du? Habe ich, ja. Welche beiden Städte wären das? Erfurt und? Erfurt. Gera. Gera, über 100.000? Bin ich ganz sicher. Was ist die richtige Antwort? Jena wäre noch da. Es ist doch alles gut. Wir spielen um 10.500 Euro und zwar zu gut, Martin, sehr gut. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Sieht gut aus. 10.500 Euro für unsere drei mit 3 Punkten Vorsprung. Das sollte doch jetzt hoffentlich was Gutes geben. Hier 2 Minuten habt ihr Zeit, um den Vorsprung ordentlich zu vergrößern, bitte. Damit wir den Dr. Kinner ordentlich hier in Stress kriegen gleich. Seid ihr bereit? Seid ihr gut abgesprochen? Dann startet eure Zeit jetzt. In welchem Land Europas ist der Po der längste Fluss? Italien. Eine alte Redensart lautet: Wes Brot ich esse, des Lied. Ich sing. Bruno Kreisky war von 1970 bis 83 Bundeskanzler welches Nachbarlands? Österreich. Welcher Frankenkönig eroberte die Hauptstadt des Langobardenreiches Pavia? Weiter. In welchem europäischen Land kommt der Familienname de Jong am häufigsten vor? Niederlande. Der Fritz-Lang-Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, spielt in welcher deutschen Großstadt?
München, wie heißt die einzige gerade Primzahl? 0. Zur Donau vereinigen sich die beiden Quellflüsse Brigach und... Weiter. Wie heißt der größte Platz im Vatikan? Petersplatz. Welche Regina wurde 1994 die erste deutsche Europameisterin im Boxen? Helmich. Rhetorik ist laut Wortherkunft die Kunst von der... Sprache. Mit welcher Henriette teilt sich Heinrich von Kleist sein Grab? Weiter. Als Hohepriester des Soul galt der blinde Sänger Ray... Charles. Welche Pflanzenfaser wird in der Bekleidungskunde mit CU abgekürzt? Baumwolle. Welcher Rudi erfand die Comedy-Show 7 Tage, 7 Köpfe und witzelte auch selbst mit? Karel. Welcher Baden-Württemberger war 10 Jahre lang Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90, die Grünen? Weiter. Wie lautet die Quersumme von 12? 3. Auf dem Amt ist Kraz das gängige Kurzwort für? Kraftrad. Welcher Fluss fließt durch die Städte Shanghai, Nanjing und Wuhan? Weiter. Wer spielt in der ZDF-Comedy-Serie März gegen März die Anne Merz? Weiter. Giovanni Trapattoni sagte mal über seine Spieler, die waren schwach wie eine Flasche. Leer. Flammender Zorn heißt der dritte Band welcher Romanreihe von Suzanne Collins? Weiter. Welcher bedeutende Regisseur hat Grace Kelly entdeckt? 15 habt ihr gemacht. Einmal durchpusten und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Herr Dr. Kinne, sind Sie bereit für Ihre letzte Jagd heute? Bereit, ja. Ja, eine 15 müssen Sie holen. Ihr setzt ihn bitte zurück, wenn er patzt, ja, die Möglichkeit habt ihr. Ja. Und dann würde ich sagen, zum letzten Mal heute die Jagd beginnt. Der Quizdoktor ist da, Dr. Thomas Kinne, er braucht 15 richtige, hat 2 Minuten, Zeit startet jetzt. In welchem Land stehen die meisten Viertausender der Alpen? In der Schweiz. Über eine Karriere heißt es redensartlich, an der Spitze ist die Luft... Dünns. Jawaharlal Nehru war von 1947 bis 1964 Erster. Welcher Frankenkönig war Childerichs Sohn? Chlodwig. Die Vornamen Athanasia und Costa stammen aus welchem Land? Griechenland. In welcher hügeligen Großstadt der US-Westküste kam der Schauspieler Clint Eastwood zur Welt? In Los Angeles. Stopp die Uhr. Hügelige Großstadt. San Francisco? Das ist völlig richtig. Das ist das hügelige. Ja, natürlich. 1,30 und die Zeit startet jetzt. Wie viele Grad hat ein Vollwinkel? 360. Der höchste asphaltierte Gebirgspass Italiens heißt? Gotthard. Stopp die Uhr. Der Brenner. 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 Stilfser Joch. Ach ja, ja, ja. 1,21, die Zeit startet jetzt. Wie heißt das einzige noch erhaltene Stadttor Berlins? Das Brandenburger Tor. Welcher Helmut gilt als der bisher erfolgreichste Fußball-Bundestrainer? Schön. Ein Paradoxon ist ein scheinbarer oder tatsächlicher? Widerspruch. Eine erfolgreiche Dichterin des Berlins der 30er Jahre war Mascha? Pass. Stopp die Uhr. Schmidt. Nee, Mascha Kaleko. Okay. 1,03. Herr Dr. Kinne, Sie brauchen noch 7. Zeit startet jetzt. Obscured by Clouds heißt ein Album der Rockband Pink. Floyd. Welche tierische Faser wird in der Bekleidungskunde mit SE abgekürzt? Seide. Dschungelcamp-Autor Jens Oliver Haas kennt man auch als Ehemann von Sonja. Zitlo. Welche Baden-Württembergerin war 11 Jahre lang Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen? Renate Künast. Stopp die Uhr. Irgendwas, wenn ihr was wisst. Brauche ich jetzt die Antwort? Claudia Roth. Ach ja. Claudia Roth war es. 4 noch, Herr Kinne. 41 auf der Uhr. Zeit startet jetzt. Wie lautet die Quersumme von 45? 9. Eine CD nennt man wegen ihrer Form umgangssprachlich auch? Scheibe. Welcher Fluss ist der größte Zufluss zum Kaspischen Meer? Die... Wolga. Welcher berühmte Fernsehdoktor stammt vom Planeten Gallifrey? Passe. Stopp die Uhr. Dr. Spock. Ja. Dr. Spock. Ja. Boah, jetzt eine Antwort? Dr. Spock? Nee, Dr. Who. Dr. Who, ja, genau. 90 Sekunden noch für eine. Ja. Und die Zeit startet jetzt. Schon der große Franz Beckenbauer wusste, abseits ist, wenn der Schiedsrichter... pfeift.
Das ist hier mit zwei Fußballfragen, richtig? Zwei Fußballfragen und damit gewinnen Sie ein Finale. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben Sie es sich wirklich verdient, Herr Kutke. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Sie haben toll gespielt. Grüße auch nochmal bitte an Franziska. Das war Gefragt die Jagd für heute. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt.